Auch dieser Befehl zum Ausbau der Alpenfestung gehört zum 30.04., der wird am 28.04. von Hitler gegeben. Im klaren Wissen, dass da nichts mehr herzustellen ist, aber es ist wieder eine weitere Möglichkeit, diesen Krieg scheinbar und wenn auch nur propagandistisch weiterzuführen, den eigenen Soldaten glauben zu machen, es gäbe auch einen Krieg zu führen. Und der 30.04. an anderen Fronten wie im Westen, die angeschlossenen Kanalfestungen in Holland wird verhandelt. Es muss eingeordnet werden in einen großen Zusammenhang, der geprägt ist von absolutem Durcheinander, von wirrem Chaos, von zusammenbrechenden Armeen, von zurückströmenden Verbänden, Soldaten, die eigentlich nur noch der Herde folgen, um es mal so auszudrücken, und Oberbefehlshabern, die zwischen fanatischem Durchhalten und Verhandeln mit dem Feind hin und her pendeln. Und gleichzeitig ist jetzt hier an diesem Tag, an dem Hitler stirbt, eine eigenartige Suche nach einem der genauen Bestimmung eines Feindes, vor dem ich kapitulieren kann. Ja. Auch hier müssen wir natürlich schauen, auf welchen Gegner wir schauen. Es gibt ja keine Fronten mehr in diesem Sinn. Die alte Teilung in Ost- und Westfront ist längst aufgehoben. Das Deutsche Reich ist, wenn man so will, eingekesselt, die Restteile des Deutschen Reiches. Und es liegt natürlich nahe, gerade für die Oberbefehls, aber auch für die einzelnen Soldaten, möglichst vor Westgegnern zu kapitulieren. Das heißt, wir erleben, dass gerade bei den Truppen, die gegenüber der Roten Armee stehen, der Drang nach Westen immer stärker ist und die Befehlshaber und Vorgesetzten bis runter auf die Kompanieebene Mühe haben, ihre Leute tatsächlich noch gegen den Feind zu führen um sie daran zu hindern, dann nach Westen zurückzufluten, was ja vielerorts auch geschieht. Wandernde Kessel nach rückwärts. Ja, nicht? Genau, wandernde Kessel nach rückwärts. Also man musste ja, um diese Kessel zurückwandern zu können, auch immer welche haben, die das Gefecht führen, um den zurückweichenden Teilen die Zeit zu geben. Und unser ehemaliger Außenminister Genscher ist ja einer von denjenigen, die immer gerne mal die Geschichte erzählt hat, als er an einem Knüppeldamm sozusagen alleine diesen Übergang verteidigt hat, um Kameraden das Ausweichen zu ermöglichen. Also Einzelschicksale, die durchaus heute noch von Bedeutung sind in der Erinnerung an diese Zeit. Wenn Sie hier mal die Festungen nehmen, also es gibt noch La Rochelle, das heißt die Gironde-Mündung ist gesperrt. Mhm. Ja. Da werden Filme abgeworfen, Kolberg, ja, nicht? Ja, wird kompanieweise angeguckt. Und wie kommt das, dass diese Festungen sich halten können? Tja, das ist zunächst muss man mal zu dem Festungsbegriff sagen, der wird ja inflationär gebraucht. Er suggeriert ja auch den eigenen Soldaten, sie würden noch etwas verteidigen, was verteidigungswert wäre. Also so eine Festung birgt ja einen gewissen Schutz und auch einen gewissen Vertrauen. Insofern wird dort auch relativ überschaubar, und das ist mit den wenigen Mitteln und Möglichkeiten, die die deutsche Armee noch besitzt, auch möglich, ein Abwehrkampf geführt. Auf der anderen Seite haben wir einen Gegner, der in dem sicheren Wissen, dass er diesen Krieg gewinnt, natürlich wenig Motivation hat, solche Festungen zu bestürmen und dann noch horrende Verluste einzufahren, Menschen zu verlieren. Was wir ja immer vergessen, gerade beim Gegner im Westen, ist ja, dass hier Demokratien Krieg führen. Die können, selbst wenn man jetzt mal sagt, einfach nur militärisch betrachtet, wir müssen eine Festung nehmen, muss dort auch mit Verlusten gerechnet werden, was auf der anderen Seite der Diktatur natürlich in der Regel nicht passiert. Hat man das eigentlich mal untersucht? Es gibt ja eine Rechnungsprüfung. Also der General Auditor des Pentagon fragt, werden hier Bomben auf freies Feld geworfen, auf Reichsstädte, die keine militärische Bedeutung haben? Es gibt ja eine Rechnungsprüfung des Krieges. Ja? Und genauso bei den Menschen. Ja, ja, natürlich. Es muss gerechtfertigt werden. Es gibt ja, das schlagende Beispiel dafür ist ja die Entscheidung Eisenhowers, in den Süden abzudrehen, auf die ominöse Alpenfestung hin, weil ja die Frage auftaucht, stoßen vielleicht die westlichen Armeen mit den Amerikanern an der Spitze auf Berlin zu. Denn entgegen der vormaligen Annahme kam man ja weit schneller voran im Westen, als man zu träumen gehofft hatte. Und zu dem Zeitpunkt, als man den Sowjets Berlin überlassen hat, war überhaupt nicht denkbar, dass man vor ihnen in Berlin sein würde. Wenn man also dann im Pentagon die Rechnung aufmacht, könnte man in Washington die Rechnung aufmacht, könnte man nach Berlin noch vorstoßen, Berlin erobern als Pfand auch für die Nachkriegszeit, dann muss man das durchrechnen. Das liegt in dieser zynischen Logik des Krieges, und Omar Bradley rechnet Eisenhower vor. Der Generalstabschef? Der Generalstabschef. Es würde 100.000 amerikanische Soldaten kosten,
Berlin zu erobern. Und angesichts der Tatsache der amerikanischen Gesamtverluste in diesem Krieg, die ja ungefähr bei 230.000 Soldaten liegen, ist eine solche Zahl natürlich politisch völlig unvorstellbar. Und es steht jetzt in Frage, ganz genau lässt sich das auch nicht prüfen, was Eisenhower dann dazu bewogen hat, nach Süden abzudrehen. Aber man darf die Vermutung äußern, dass das ein nicht unwesentlicher Grund dafür gewesen ist, eine Ausrede, in Anführungszeichen natürlich, zu haben, erst den südlichen Raum klären zu müssen, um eben nicht auf Berlin vorstoßen zu müssen. Denn dass die deutschen Verbände im Süden, die sich in die Alpenfestung zurückziehen, nicht mehr kampfkräftig waren, das haben die Kriegsereignisse bis dahin deutlich gezeigt. Aber im Verhältnis, also zwischen Berlin, ja, und den verrückten Westalliierten waren doch keine nennenswerten Truppen. Was war denn im Harz zum Beispiel vorhanden? Ja, offiziell die 11. Armee, aber da wissen wir ja nun, und das wusste man damals auch schon, dass das rasch aufgestellte Verbände sind, aus Hitlerjungen, Reichsarbeitsdienstverbänden, Rumpftruppen von Wehrmachtsverbänden, was man eben alles noch so zusammenkratzen konnte. Das war natürlich nicht kampfkräftig genug, um die Amerikaner oder die Briten, wen auch immer, aufzuhalten. Das hätte nicht 100.000 Tote gekostet. Das ist eine Stabszahl. Ja. Deshalb habe ich ja eben ein bisschen mit dem Kopf gewiegt und gesagt, es steht zu vermuten, weil man eben nicht genau weiß. Man wollte da nicht hin. Entsprechenden, ja? Papiere sind ja auch nicht offen. Und wenn offen. Es Diplomatie ist, ja? Ja, wir wollen uns mit der Roten Armee nicht verfeinden. Wir wollen irgendwelche keine Krisen mit unserem angeblichen Verbündeten, ja, und dann wird das in Stabszahlen verwandelt und kostet so viel Tote, und das ist sozusagen ein Warnsignal, das geht nicht. Das ist, steht zu vermuten, zumal die Vereinigten Staaten ja noch auf den Kriegsantritt der Sowjetunion gegen Japan hoffen zu diesem Zeitpunkt. Also da sind wir ja auch noch in der Frage, möchte man dem sowjetischen Verbündeten derartig, nehmen wir es mal, vors Schienbein treten, indem man in Berlin als Prestigeobjekt, das für Moskau enorm von Bedeutung ist, wegnimmt und gleichzeitig aber auf den Kriegseintritt gegen Japan hoffen. Das wäre politisch wahrscheinlich nicht durchsetzbar gewesen. Ich spreche immer noch von Ende April. Ja. Wenn Sie das Wort Ruhrkessel hören, ja, da werden ja eine ganze Reihe von Armeen, Reste von Armeen, ja, eingeschlossen unter Feldmarschall Model. Ja, was ist dieser Ruhrkessel gewesen? Der ist ja zu dem Zeitpunkt am 30. April schon praktisch liquidiert. Der ist liquidiert. Wobei man sich die Frage stellen muss, ob es einen solchen Kessel im wahrsten Sinne des Wortes je gegeben hat. Auch einen Stabsbegriff. Auf der Karte gibt es das. Ein Stabsbegriff. In dem Moment, wo ich an den großen Kartentischen weniger mit Divisionen operieren kann, weil die sich gar nicht mehr bewegen können, brauche ich andere Einheitsgrößen, die ich ansprechen kann, die ich auch führen kann, wo ich die Fähnchen hin und her schieben kann. Und im Ruhrkessel handelt es sich nun mal um ein Gebiet, das enorm wichtig ist, um überhaupt irgendeinen Krieg weiterführen zu können. Seitdem, das Produktionszentrum. Ja, klar, im Osten, ja, sind die Produktionszentren alle weggefallen. Also es bleibt nur noch das Ruhrgebiet, das Waffen liefern kann, das alles Mögliche liefern kann. Und dorthin ziehen sich Armeen zurück, die kämpfen, soweit sie einen Gegner gegenüber haben. Denn die westalliierten Truppen lassen durchaus Raum zum Ausweichen. Und diese sich im sogenannten Ruhrkessel sammelnden Truppen werden ja auch in ihrer Zahl bis heute aus meiner Sicht total überschätzt. Es hält sich immer noch in der Literatur die Größenordnung von über 300.000 deutschen Soldaten, die dort zusammengetrieben eigentlich worden wären. Ich denke, diese Zahl ist nicht haltbar, wenn man sich die Divisionsstärken ansieht, nach denen die 300.000 berechnet worden sind. Dann muss man sagen, wenn die Division voll gewesen wären, also mit 12.000 bis 18.000 Mann, dann kämen wir auf diese Zahl. Tatsächlich haben die aber teilweise 1.000, 2.000 Männer noch in ihren Reihen, und dann muss die Zahl deutlich niedriger sein. Und zum Ruhrkessel, es ist ja auch ein lebendes Beispiel, wie dieser Krieg gerade gegen die Westalliierten geführt wurde, wenn man sich vor Augen hält, dass beispielsweise der Volkssturm dort nicht stattfindet. Also wenn er sich denn überhaupt versammelt, dann geht er in der Regel auch wieder relativ schnell auseinander. Die Leute wohnen da, die gehen nach Hause, die wollen nicht mehr sterben zu diesem Zeitpunkt, die wollen diesen Krieg überleben. Und sie wollen auch nicht mehr ihre Familien vor die Notwendigkeit stellen, möglicherweise Haus und Hof noch zerstört zu bekommen. Also das, was hier zusammenhält, ja, anders als 1918, ja, und auch eine Organisation stärkt, ist der Gedanke an übermorgen, an die Zeit danach.
Ja, er liegt nahe. Also man hat diesen Krieg, das muss man ja auch in der Longue Durée sehen, der Krieg dauert 6 Jahre und spätestens ab 1943 kommen die Fronten ja immer näher, auch den Deutschen immer näher. Die haben diesen Krieg entfesselt, danach hat er sich erstmal tausende von Kilometern teilweise von der eigenen Wohnung abgespielt. Nehmen wir den Luftkrieg aus, aber der Bodenkrieg jedenfalls. Und seit 1943 kommt er immer näher. Das heißt, wir haben auch keinen größeren Einschnitt im Grunde, wo man dann, nehmen wir die Ardennenoffensive, sagen könnte, und jetzt musste es allen klar sein, es ist ja nur eine weitere Niederlage einer Offensivbemühung, die eben nicht zum Erfolg führt. Und insofern ist jedem klar, der in diesem Ruhrkessel noch steht und kämpfen soll. Der Krieg ist verloren, aber es gibt diesmal eine Zeit nach dem Krieg. Ja, und auf diese Zeit wird sich vorbereitet. Das fängt bei dem kleinen Mann an, der seine Parteiinsignien oder möglicherweise auch seine Volkssturminsignien verbrennt. Die Hitlerbilder, die reihenweise auch vergraben werden, zerstört werden. Die Geschichten, von denen haben wir ja Kenntnis, die gibt es reihenweise. Und sie gehen eben bis zu den Oberbefehlshabern, die noch schauen, wie sie denn über diesen Krieg kommen. Und sich natürlich die Frage stellen, was kommt für mich nach diesem Krieg? Sind wir nach dem Krieg noch nützlich? Wenn wir hier noch einmal Leistung zeigen, ja, dann zeigen wir sie nicht vor Hitler oder den eigenen Vorgesetzten, ja, nicht für eine Belohnung, die wir jetzt kriegen, sondern vielleicht können wir später noch einmal gebraucht werden in diesem großen Weltbürgerkrieg. Ja, das sind Berufssoldaten, die haben, wenn man es überspitzt formulieren will, ja nichts anderes gelernt als das soldatische Handwerk. Und sie haben auch gelernt, Stichwort 1918, irgendwie geht es immer weiter, auch mit Soldaten, vielleicht mit weniger Soldaten, aber es geht mit Soldaten weiter. Und auch nicht vergessen darf man meiner Meinung nach die Propaganda, die ja darauf gesetzt hat, dass diese angeblich unnatürliche Koalition zwischen West und Ost irgendwann auseinanderbrechen wird. Wenn wir jetzt in Rechnung stellen, dass viele dem geglaubt haben, und wir die Kaiserin ist gestorben, also als Roosevelt stirbt, ja, hat man den Eindruck, das ist jetzt wie im Siebenjährigen Krieg, als die Zarin stirbt und es einen plötzlichen Frieden gibt. Hitler ist ja auch nochmal kurz euphorisch und spielt auf das Mirakel des Hauses Brandenburg an. Nun wird endlich gut, was er schon immer vorhergesagt hat, die Koalition bricht auseinander, was sie nicht tut. Das ist ja auch ein Ereignis, das auf den April, den Ende April, mit dem wir uns hier beschäftigen, auch hinzielt. Denn von da an musste ihm klar sein, und wir sehen es ja auch dann in seinen Handlungen, es geht nur noch um Tage, bis dieser Krieg zu Ende ist. Aber noch am Abend des 30.04. Verhandelt Goebbels oder lässt verhandelt durch den Generalstabschef Krebs für einen Sonderwaffenstillstand mit den Russen. Also jetzt nicht mit den Alliierten, ein Sonderabkommen gegen die Russen, sondern mit den Russen gegen die Alliierten, auf 3 Stunden. Ja, auf den ersten Blick mag sich das fast schon zynisch anhören. Auf der anderen Seite sehen wir ja auch in Italien zum Beispiel oder an anderen Fronten, dass es oft gerade Regimetreue sind, die Verhandlungen suchen. Also der SS-Obergruppenführer Wolf, der in Italien die Verhandlungen anbahnt und wohl auch maßgeblich dann durchsetzt, ist ja eigentlich die treibende Kraft. Nicht Fittinghoff-Scheel, der sie dann zu Ende führt und auch die Kapitulation unterzeichnet. Und wir können an Göring denken, der über Schweden irgendwelche Versuche übernimmt, genauso wie Himmler. Also gerade die Paladine des Reiches, und das ist für mich eben ein schlagender Beweis dafür, dass es nach dem Motto geht, rette sich wer kann und möglichst über das Kriegsende hinaus. Und man will retten einen Fetzen von Politik. Die den Krieg beenden kann, die irgendwie eine Nachwehe noch ermöglicht. Wobei sozusagen eins in Ihrem großen Buch mich sehr bewegt hat, nämlich wie kurz die Zeit ist eigentlich, die man verarbeiten muss zwischen 1943, wo nach Kursk sozusagen, nach den Landungen in Afrika der Alliierten, sozusagen die Aussichtslosigkeit sich feststellen lässt. Das sind ganz wenige Jahre, ganz wenige Monate, wenn Sie so wollen. Ja, und wenn man es noch enger zieht und sagt, spätestens Mitte 1944, als die Heeresgruppe Mitte im Osten zusammengebrochen war, als die Landung im Westen funktioniert hat, wo sich niemand mehr im Grunde rausreden konnte, dass er noch irgendeine Hoffnung auf irgendeinen Sieg, einen Endsieg oder wie auch immer hätte, muss man ja noch die Rechnung stellen, dass dort ab diesem Zeitpunkt die Hälfte aller deutschen militärischen Verluste entsteht. Das heißt, wir haben im letzten Kriegsjahr fast
genauso viele Verluste, um wenige hunderttausend weniger, als in all den Kriegsjahren zuvor zusammengerechnet. Wenn man dann noch in Betracht zieht, die Bombenkriegstoten, die eskalierende Mordmaschinerie dieses Regimes, die bis zum Schluss noch Menschen auf Vernichtungsmärschen in den Tod treibt, dann wird diese Linie noch enger. Also ab 1943 beginnen die Niederlage, ab 1944 ist es offenbar und trotzdem wird immer weiter und Monat für Monat weitergemacht. Aber in diesem Geschehen, das wir uns ja nicht vorstellen können, so wie wir das betrachten, als eine Zeit, die frei ist, ja? Also wo man sagen kann, man hat einen Monat Zeit, man hat eine Woche Zeit, man hat einen Tag noch Zeit, man hat ein Jahr Zeit, sondern das ist durch Ereignisse zerschnitten. Ja, es ist ja immer eine Dauerhetze, ja, eine Dauerimprovisation. Ganz schnell, in 3 Tagen muss das und das passieren. Ja, jetzt wird von den Ardennen eine ganze Panzerarmee nach Budapest verlegt oder in die Nähe davon. Ja, das heißt, das sind ja ganz, ist ja mit Aktion gefüllt. Und deswegen dachte ich, dass sozusagen die Zeit, irgendwie sich einzustellen auf die Veränderung, gar nicht vorhanden ist. Die subjektive Seite, ja, braucht Zeit. Ja, um eine Erfahrung von 1941 gegen eine von 1945 auszuwechseln, ja, und dann auch noch Antworten darauf zu haben. Und dieses Trägheitselement, ja, spricht mit dafür, dass man zusammenbleibt. Da gebe ich Ihnen völlig recht, zumal man auch hier wieder in Rechnung stellen muss, es war ja 6 Jahre schon Krieg, vor 5 Jahre schon Krieg. Das heißt, das Alltagsgeschäft war dieser Krieg. Und es ist auch im letzten Kriegsjahr nichts anderes passiert wie in den Jahren zuvor, mit Ausnahme, dass der Krieg einem immer näher kommt, auch körperlich auf dem Boden näher kommt. Aber ansonsten hat ja selbst der Generalstabschef im Westen, Kesselrings erster Mann sozusagen, gesagt, was wir hier im Westen tun, ist so tun als ob. Das hat er dann auch wörtlich in seinen Memoiren geschrieben. Und das entspricht ja dem, was Sie gerade sagen. Das, der Krieg nährt den Krieg, ist eine alte Weisheit, aber es ist eben auch Alltag. Und man muss sich da nicht mit diesem Krieg auseinandersetzen, wenn man etwas zu tun hat für diesen Krieg. Und daran mangelte es ja bis zur letzten Sekunde nicht. Man hat ja immer wieder einen Auftrag. Man tut das Nächstliegende. Und ja. Das Nächstliegende, ja, ist etwas, was Tagesgeschäft ist. Ja, und das dient gleichzeitig ja auch dem Überleben, also einem zutiefst menschlichen Empfinden. Gerade wenn man spürt, um einen herum bricht alles zusammen, sucht man ja nach Motivation, nach Halt, nach irgendwas, was einem Festigkeit gibt. Und das ist der Was der Nächste Befehl, versteht. Auch der Vorgesetzte muss ja irgendwie sich verständlich machen. Befehle kann er lange geben. Ja, er muss irgendwie sehen, dass eine Antwort auf die Befehle kommt. Ja, ja. Und deswegen nimmt er dort das Naheliegende. Nicht? Ja. Und das ist nicht die Übersicht. Nein, das ist nicht die Übersicht, sondern das ist das, was gerade ansteht. Und da hat jeder seine Perspektive, aber jeder hat eben auch nur seine Perspektive. Für den Generalstäbler am Kartentisch ist es die Aufgabe, diese Kartentische bzw. die Fähnchen darauf in Bewegung zu halten. Für den Soldaten, den Obergefreiten, wie man ihn so schön nennt, ganz unten, der hat halt seinen Posten zu stehen. Sind da noch Fähnchen auf den Karten und sind Karten eigentlich noch, werden die richtig geführt? Das ist Planspiele werden ja nicht mehr gemacht. Planspiele eher, naja, man könnte den Angriff Steiners, ist ja im Grunde ein Planspiel, dass der nicht mehr stattfinden kann. Die 11. Armee ist ein Planspiel zur Befreiung von Berlin. Also wenn man es realistisch betrachtet, sind das Planspiele. Nur faktisch hat es sich tatsächlich ausgewirkt. Die 12. Armee hat sich gesammelt, man hat versucht anzutreten und insofern... 12. ist jetzt die von Wenck. Ja? Genau, das ist die von und Wenck. Und der sitzt im Schloss Bismarcks. Ja, nicht? An der Elbe. Ja. Ja, nicht? Das ist interessant, ja, dass von daher die letzte Offensive zur Befreiung von Berlin, ja, der Entsatzvorstoß, gelenkt wird. Wenck ist ohnehin ein gutes Beispiel, weil ja auch viele vergessen, dass er später zumindest in der Überlegung stand, erster Generalinspekteur der Bundeswehr zu werden und nicht unwesentlich von dem Gedanken beeinflusst, dass er ja vermeintlich das getan hat, was die Legende so gerne möchte für viele Truppen im Osten, nämlich deutschen Soldaten und Zivilisten die Flucht in den Westen zu ermöglichen, anstatt befehlsgemäß gegen Berlin anzutreten. Dass er versucht hat, gegen Berlin anzutreten, einen Führer rauszuhauen, wie man so schön gesagt hat damals, er es aber nicht geschafft hat und dann rechtzeitig gemerkt hat, in diese Richtung können wir nicht weiter. Und dann ist er umgeschwenkt und hat das getan, was wir gerade eben besprochen haben, das, was möglich ist, nämlich die Verbindung zu den Truppen im Osten zu suchen. Zur 9. Armee, zur 9. die zurückflutet. Und das nennt man Aufnehmen im militärischen Wort. Das heißt, man kann nicht einfach flüchten, ja, dann wird man zusammengehauen. Sondern es muss jemand dann dagegen
kommen, ja, die Flüchtenden aufnehmen, dann können sie sich wieder einreihen. Das ist richtig. Der militärische Gedankengang. Richtig. Da könnte man wieder ein neues Thema aufmachen über die Begrifflichkeiten an diesem Kriegsende, wie auch mit denen gespielt wird, Kampf bis zur letzten Patrone, bis zum Endsieg. Das lässt sich ja immer wieder anders definieren. Also wir haben genügend Beispiele, auch übrigens bei der Armee Wenck, wo die letzte Patrone als Artilleriepatrone verstanden wird. Das heißt, ich habe ein Abstandswaffengeschoss, das aus mehreren tausend Metern Entfernung feuert. Und wenn dieses Geschütz die letzte Patrone verschossen hat, dann weiche ich nach hinten aus. Ich ziehe mich ja nicht zurück. Ich habe ja auftragsgemäß gehandelt. Also von daher wäre diese Hinterfragung der Begrifflichkeiten, auch der militärisch-technischen Begrifflichkeiten, eine weitere Arbeit wert an diesem Krieg. Wenn Sie mir das nochmal beschreiben, also die militärische Schule meinetwegen der 20er Jahre von Seegt, ja, nicht, geht ja sehr sachlich vor, mhm. Ja, die inflationiert nichts, ja, die geht davon aus, von Erfahrungen im Ersten Weltkrieg, die bitter waren, ja, und von einer Neuorientierung, ja, und deswegen gibt es ja eigentlich unter Generalstäblern eine sehr sachliche Verständigungsweise. Und dann gibt es aber Phrasen, ja, Metaphern, also ausbluten, ja, wie Sie sagten eben schon, ja, Kampf bis zur letzten Patrone. Ja, wie sagt man von Verbänden, die ziemlich zusammengeschossen sind? Sind abgenutzt beispielsweise. Abgenutzt, ja. Das sind alles Metaphern, ja. Das sind Bilder. Ja, und diese Bilder, die gehen wie im Parasitenbefall noch jetzt über diese Sachlichkeit hinweg. Ja, und die finden Eingang in Befehl jetzt in der Endphase, wenn man die Truppen nicht mehr wirklich hat, ja, nicht, aber noch immer plant. Mhm. Ja, dann kommt so etwas wie meinetwegen, wie hieß das mit den Raubtier? Die Raubtierfallentaktik. Ja. Raubtierfallentaktik. Raubtierfallentaktik. Das ist einer der vielen, vielen Einfälle, die man bis zum Schluss hatte. Denn wenn Sie gerade auf Seegt anspielen, schon seit den antinapoleonischen Kriegen gilt ja das Improvisationstalent preußisch-deutscher Offiziere als das Nonplusultra. Sie rühmen sich ja immer. Auftragsweise selbst. Kampfführung. Ja, ja, bis hin, was man dann mit der Auftragstaktik umschreibt, auch da gehört ja Improvisation im Grunde dazu. Man führt ja seine Truppe im Sinne der übergeordneten Führung. Und das kulminiert am Kriegsende 1945 in eine gerade abstrusen Einfallsreichtum von Generalen, die sich Bataillonsorgeln zum Beispiel einfallen. Bataillonsorgeln. Was ist eine Bataillonsorgel? Das ist wahrscheinlich entlehnt von der Stalinorgel, die ja bekannt ist. Und die aus Menschen jetzt, also mit Infanteriewaffen? Mit Infanteriewaffen geschossen. Pistolen wird, vielleicht weil man noch. Keine Raketen hat, sollte ein Bataillon, ich weiß nicht, wie man sich das im Gelände vorstellen muss, aus allen Waffen in eine bestimmte Richtung feuern, bis hin zur Pistole. Und das wurde tatsächlich dann auch verschlagwortet unter dem Begriff Bataillonsorgel. Bei der Raubtierfallentaktik ist es ähnlich. Im Grunde ein altes. Man lässt den Gegner kommen. Ein altes militärisches operatives Denken. Man lässt ihn in eine Falle laufen, indem man ihn vorstoßen lässt und dann an den Flanken den Vorstoß abschneidet. Nur kommt dann eben dieses spezielle Wording auch dazu noch, das 1945 geprägt wird. Man spricht dann eben nicht mehr von dem Gegner, den man die Flanken abschneidet, den man einkesselt und möglicherweise dann vernichtet, sondern man bringt das Beispiel mit dem Raubtier. Also hier ist auch diese Verbindung zwischen nationalsozialistischem Gedankengut, auch Begrifflichkeit. Auch Jugendbewegung. Wissen Sie, das ist auch Geländespiel. Ja. Ja, das könnte auch 1924 finden als Idee. Ja, ja, und es ist mehr das Abenteuer im Vordergrund als die tatsächliche Kriegführung, die hier stattfindet. Sind ja Bilder. Ja? Das heißt, man macht eine tiefe Kuhle. Ja? So haben es unsere Vorfahren gemacht. Ja, nicht? Und ein Jungmammut, ja, ja, so wird's fällt ja auch da rein. Ja, ja. Ja, ja. Und das hier jetzt mit militärischen Kräften ist natürlich ein etwas, was nur auf der Karte geht, nur als Wort geht. Ja, ja, aber und was natürlich unausgebildeten Truppen, und wir reden ja hier von jungen Hitlerjungen mit 14, 15, 16 Jahren bis zum RAD-Mann mit 60 bis 80 Jahren, die haben ja keine Vorschriftenkenntnis, die kennen das militärische Handwerk nicht wirklich alle. Und da mache ich Bilder plastisch, veranschauliche ich sie und habe Operationen, die dann alle verstehen. Raubtierfallentaktik, wie Sie es eben angesprochen haben, kennen wir aus den Bilderbüchern aus der Schule. Das Mammut tappt in die Falle und dann wird es erlegt. Ein Wolf bei den Ohren fassen, ja. Und dann nicht loslassen. Ja, das wäre gefährlich, wenn ich loslasse einen Wolf, den ich an den Ohren gefasst habe, hat Hitler gesagt.
hat Hitler gesagt. Das ist ein weiteres Beispiel für diese Bilder, die je weiter wir ans Kriegsende kommen, umso mehr gestellt werden. Und das gibt es nicht wirklich. Ja? Eine Kompanie hat keine Hände in dem Sinne, die einen Wolf am Ohr fassen könnten, und der Gegner ist kein Wolf. Nein, da sind wir wieder bei den Festungen beispielsweise. Auch das ist letztlich nur ein Bild, weil sich jeder etwas darunter vorstellen kann. Und jetzt ist aber eine große Asymmetrie festzustellen. Also La Rochelle gibt es wirklich. Französische Truppen ringsherum, ja, aber wie Sie sagen, sie zögern mit dem Angriff. Jetzt nehmen Sie die Kurland. Kurland, das ist, wo liegt das? Wenn man jetzt aus Berlin aus nach Osten schaut, dann liegt es im Nordosten, also am linken Flügel der Ostfront, die ja zusammenhängend so nicht mehr vorhanden ist zu diesem Zeitpunkt, und wird noch von deutschen Truppen gehalten bis zum Kriegsende. Oben im Baltikum. Und diese Heeresgruppe Kurland, ja, prüft die Frage, ob sie sich als Freikorps erklären könnte, unter schwedische Oberhoheit setzt, ja, und die Landreform von 1919, jetzt 1945, durchführt. Ja, ist dann nicht weiter erstaunlich, wenn man sieht, was natürlich auch für andere Bereiche der Wehrmacht gilt, dass die führenden Offiziere alle noch aus der Zeit des Ersten Weltkriegs stammen und zum Teil teilweise im Ost natürlich auch die Freikorpsbewegung und die Freikorpskämpfe miterlebt haben, ob nun persönlich oder nur via Zeitung oder den Medien oder Erzählungen. Wie bei Bert Brecht, Herr Pundila und sein Knecht Matti, muss man sich diese Gruppierung vorstellen. Selbstverständlich. Ja. Jetzt nehmen Sie mal Rhodos, jetzt ist es warm. Heeresgruppe Kurland, das ist schon kühl, ja, und Narvik ist noch kälter, ja, aber zur gleichen Zeit, ja, haben wir jetzt in Rhodos noch Sonne. Ja. Ja. Beschreiben Sie mir mal Rhodos zu diesem Zeitpunkt. Rhodos ist deutsch besetzt. Muss man sich vorstellen, als im völligen Frieden leben. Wir haben im Rhodos ein Besatzungsregime, wie überall auch in der Ägäis, teilweise von den Italienern, teilweise von den Deutschen, auf Kreta und anderswo. Dort lebt man als Besatzungsmacht. Die einzigen Auswirkungen des Krieges, die man tatsächlich spürt, sind die weniger werdenden Nahrungsmittel, weil freilich die Nachschubtransporte schwieriger werden durchs Mittelmeer. Kreta besonders, also die hungern richtig. Die hungern richtig, die müssen auch. Im Frühjahr ist da nichts. Ja, da wächst nichts im Frühjahr. Es wächst nichts im Frühjahr und es muss ja die indigene Bevölkerung mit versorgt werden, die ja nicht nur sich selber ernähren muss, sondern auch noch den deutschen Besatzer. Das teilweise ein Schiff des Internationalen Roten Kreuzes. Ja, ist das jetzt sozusagen eigentlich erlaubt, dass ein solches Schiff Nahrungsmittel bringt? Grundsätzlich kann das Internationale Rote Kreuz als neutrale Institution selbstverständlich alle beliefern. Die Frage ist dann eine der Verteilung. Inwieweit haben die Deutschen tatsächlich das auch an die Bevölkerung verteilt oder selber vereinnahmt? Das lässt sich aus den Quellen wenigstens nicht prüfen, aber zeigt die Absurdität dieser Situation auf Rhodos, wo teilweise Villa entstehen, dass mit Sprengstoff gefischt wird, um sich irgendwie Nahrung noch anzueignen, dass die eigenen Pferde aufgegessen werden, was dann, und da gibt es entsprechende Befehle dafür, auch den Vorteil birgt, dass man den Futterhafer aufessen kann, anstatt ihn für die Pferde zu verfüttern, die man zuvor aufgegessen hat, mit dem Hinweis, dass man dann bloß noch 15% Sägemehl beimischen muss. Also da hat man dann schon einen Eindruck, es ist zwar warm und es ist möglicherweise auch aus heutiger Sicht fast eine Urlaubsinsel, aber die Menschen dort leiden bittere Not. Die deutschen Wehrmachtssoldaten auch. Und noch viel mehr die Bevölkerung, denen man immer mehr die Nahrungsmittel entzieht. Und stehen aber immer noch, ja, als Wehrmacht des Deutschen Reiches, ja, nicht? Ja. Auf fremdem Boden, ja, und würden theoretisch gehorchen. Wobei man da bei Rhodos noch dazu sagen muss, da handelt es sich zu Teilen auch um eine Bewährungseinheit. Das heißt, es ist ja noch ein spezieller Hintergrund vorhanden von Leuten, die vielleicht auch sich unbedingt zeigen wollen als regimetreu oder zumindest nicht als regimefeindlich. Trotzdem werden bis zum Schluss Befehle dort befolgt und Rhodos wird ja letztlich geräumt. Also übers Kriegsende hinaus bleiben die deutschen Truppen ja unter Waffen. Bewaffnetes Gefangenenlager. Werden zwar von den britischen Truppen übernommen, aber bleiben unter Waffen. Man tut sich gegenseitig nichts. Im Gegenteil, die deutschen Truppen helfen sogar noch den britischen Truppen bei der Bekämpfung der nicht so gern gemochten griechischen Milizen dort vor Ort. Jetzt ist der Nordraum, steht unter dem Befehl von Großadmiral Dönitz. Der Süden, das ist Feldmarschall Kesselring. Mhm. Wenn Sie den mal beschreiben, der ist jetzt Oberbefehlshaber der Heeresgruppe West und Süd. Oder gibt es noch was Höheres als Heeresgruppe?
Er ist Oberbefehlshaber Süd und damit Herr über alle, Heeresgruppen, Verbände und ja nicht nur über die Heeres-, sondern auch über die Luftwaffen- und Marineverbände, die, man darf ja nicht vergessen, auch im Süden kämpfen, landkämpfende Marineverbände, wie das dann damals im Wehrmachtsdeutsch heißt. Und über all diese herrscht Kesselring. Was ist er für ein Typ? Er ist ja ursprünglich ein Artillerist. Er ist ursprünglich Artillerist. Aus dem Ersten Weltkrieg kommen sehr viele Leute, ja, die sozusagen rechnen können. Ja. Ja, die gewissermaßen entweder Eisenbahnkenntnisse haben, ja, oder Artilleriekenntnisse. Ja. Das heißt, es ist ein rechnender Typ eigentlich. Ja. Es ist ein rechnender Typ und wenn man ihn beschreiben will, ist meiner Meinung nach eine Situation von Bedeutung, wo er schon viel früher, nämlich als die Truppen noch am Rhein stehen, beide, die Westalliierten und die Deutschen, Kesselring das Kommando übernimmt und feststellt, nachdem er sich von seinem Stab hat einweisen lassen, im Grunde können wir diesen Krieg nicht weiterführen. Es ist mit diesen Mitteln und Möglichkeiten gar nicht wahrscheinlich, irgendwie operativ führen zu können. Dieses teilte auch seinem Führer mit, mündlich unmittelbar, im Gespräch in Berlin und kehrt, wenn man so will, geläutert wieder, weil ihm sein Führer dann erklärt, wie er diesen Krieg führen muss. Er kommt also zurück zu seinem Stab. Früher bei Rommel hatten wir so ein ähnliches Beispiel in der Heeresgruppe Afrika und teilt seinem Stab mit, dass der Führer ihm jetzt erklärt hat, wie und warum man diesen Krieg weiterführen muss und dass man aus der unterstellten Perspektive am Rhein das so hätte gar nicht bewerten können. Und um es klar zu sagen, der Kesselring ist kein Typ, ja, der da schwindelt. Ja, nicht? Der mag generös sein, der mag irgendwie Risiken auf sich nehmen, der mag rücksichtslos sein, aber er ist kein verlogener Mann. Nein, man kann ihm durchaus unterstellen, dass er das tatsächlich auch so empfunden hat. Er hat sich überzeugen lassen. Er hat sich überzeugen lassen. Hat dieser alte Mann noch einmal auf ihn einreden können. Und das in einer Situation Anfang März, darüber reden wir ja, wo gerade Remagen gefallen war. Also wo jedem einsichtig hätte sein müssen, der Rhein ist verloren. Wobei man hier wieder in Betracht stellen muss, die deutsche militärische Führung hat nie damit gerechnet, dass der Rhein ein wahres Hindernis darstellt. Das war den Verbänden vor Ort, oder zumindest den Stäben dieser Verbände, völlig klar. Insoweit konnte es niemand überraschen. Aber um auf Kesselring dort nochmal zurückzukommen, auch seine brachiale Art und Weise, seine menschenverachtende Art und Weise gegen die angeblichen Verräter Remagens dann vorzugehen und hier auch Standgerichte einzusetzen, bezeichnet diesen Kesselring eben auch. Das heißt, es wird im letzten Kriegsjahr ja nicht nur noch militärisch gegen den Gegnerkrieg geführt, sondern zunehmend auch gegen die eigenen Truppen. Es wird Terror verbreitet. Man will vielleicht motivieren dadurch, auf jeden Fall aber den eigenen Soldaten klar machen, wenn ihr nach hinten geht, seid ihr verloren. Vorne könnt ihr fallen, hinten werdet ihr fallen. Sie erwähnen einmal eine Übung, ja, aus dem Jahr 1924 oder eine Planung von dem General von Stülpnagel. Ja. Ja. Und da ging es schon darum, wie kann man auf dem deutschen Reichsgebiet überhaupt kämpfen, wenn man so klein ist, wie die Reichswehr war und der Gegner übermächtig groß ist. Das hat sich ja jetzt wiederholt. Ja. Das heißt also, so ganz unvorbereitet ist das Offizierskorps nicht. Ja. Wie hätte man Deutschland sozusagen überhaupt verteidigen können? Den Rhein, sagen Sie, das ist keine Verteidigungslinie. Nein, das wusste auch schon Stülpner. Also bei dem Plan Stülpner, das im Jahre 1924, ging es ja einfach um eine Lagebeurteilung. Was hat dieses nur mal verkleinerte, nach Versailles verkleinerte Deutsche Reich mit einer 100.000 Mann, mit einer 100.000 Mann her? Was kann es leisten, falls es zum Krieg käme? Und da schwingt natürlich auch so ein bisschen der Revanche-Gedanke mit oder zumindest der Gedanke, die Fesseln von Versailles, wie sie immer benannt werden, zu zerreißen. Und Stülpnagel stellt den Plan auf, mit diesem kleinen Heer, auf diesem kleinen Raum, kann man eigentlich nur verteidigen gegen einen übermächtigen Gegner, der vor allen Dingen aus dem Westen, so plant Stülpnagel, auf das Reich einströmt. Und dieses kleine Heer muss diesen Krieg führen mit allen Mitteln und Möglichkeiten, teilweise auch mit Guerillamethoden, um Zeit zu gewinnen, das Volk sozusagen zu den Waffen zu bringen. Also auch dieser Gedanke der antinapoleonischen Kriege ist da Scharnhorst und Kneißner, nu Volk stehe auf, Sturm bricht los, der ist da handgreiflich. Und im Grunde haben wir 1945 eine identische Situation. Die deutsche Armee ist zusammengeschrumpft auf eine Kerntruppe, die irgendwie versucht, Reichsgebiet zu verteidigen, das auch nicht mehr in den Grenzen und nicht mehr am Rhein endet. Und muss das mit Mitteln machen, die eher vorindustrialisiert sind, als einem modernen Krieg entsprechen. Fängt bei der Bewaffnung an und geht in anderen Dingen weiter.
Und meine These ist, dass sich zumindest die Generalität, die damals schon in den 20er Jahren Stülpnagel zugehört hat, sich durchaus daran erinnern könnte, dass es dort ja eingespielte Szenarien gibt. Und wo kann man dann, wo liegen Verteidigungsgrenzen? Die Verteidigungsgrenzen waren im Plan Stülpnagels eigentlich alles, was sich dazu eignet, von Gewässern über Wälder, über... Also die Ems, der Harz. Alles, Häuser, bis zu einzelnen Häusern und Ortschaften, alles sollte verteidigt werden, alles sollte zum Schlachtfeld werden. Wenn man es aus heutiger Sicht überspitzt formuliert, ist es im Grunde eine asymmetrische Kriegführung, die hier durchgeführt werden soll, um es möglich zu machen, Zeit zu gewinnen, um die großen Armeen wieder aufzustellen. Was 1945 völlig illusorisch war, es gab keine großen Armeen mehr, die waren bereits alle vernichtet. Man hat bereits den Jahrgang 1930 eingezogen, 1931 vorbereitet, das sind 14-, 15-jährige Burschen, die hier noch Krieg führen sollten. Also eine ganz andere auch Verantwortlichkeit als das, was Stülpnagel mal in den 20ern geplant hat. Wenn Sie den großen Theoretiker Clausewitz nehmen, dann hat der Elemente des Kriegs, ja, in seinem Buch vom Kriege im ersten Kapitel dargestellt. Und er spricht zum Beispiel von den drei Äußersten, ja, die sozusagen zum Krieg gehören. Das eine ist, der Krieg träumt von seiner absoluten Gewalt. Er setzt alles ein und das, was eingesetzt wird, hat keine Grenzen. Das kommt ja hier vor. Das kommt hier vor und wird sogar völlig überspitzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Clausewitz damals sich auch nur ungefähre Vorstellung davon hätte machen können, wie und was in diesem Krieg noch eingesetzt werden würde in einem zukünftigen Krieg. Aber die Partisanen in Spanien, die er ja im Auge hat, ja, das, was die Russen machen, wenn sie den Winter verstärken gegen den sich zurückziehenden Napoleon, das hat was Äußerstes. Ja. Selbstverständlich. Und im Grunde kann man ja 45 die gleichen Phänomene betrachten. Es wird ja ein Krieg der Greise und der Kinder im Grunde. Also, und da gibt es keine Vernunft, da gibt es keine Gutmütigkeit, da gibt es gar nichts, da gibt es eigentlich nichts Menschliches, sondern das ist eine Maschinerie. Das ist eine Maschinerie, in dem sich der Einzelne im Grunde verliert. Und dann gibt es, und da sind die Willenskräfte das eine, die Waffen das andere, die Einwirkung des Gegners das dritte. Und jetzt kommt etwas Zweites, Äußerstes, nämlich dieser Krieg trifft jetzt auf wirkliche Verhältnisse, auf Nebel, ja, auf Ungewissheit, auf herabgesinkten Mut, ja, nicht, auf Verzweiflung, auf Unkenntnis, auf Friktion. Ja? Und jetzt wird da wieder alles zur Wahrscheinlichkeit, zu den Wirklichkeiten des Lebens herabgemindert, sagt Clausewitz. Das kann man auch sehen. Ja, und umso mehr hat Clausewitz ja dann den militärischen verantwortlich Führenden in die Pflicht genommen, indem er ihm nicht nur zugewiesen hat, dass er dieses alles bedenken muss, sondern dass es auch einen Punkt gibt, wo ein Krieg nicht mehr weitergeführt werden darf, weil er nicht nur nicht zu gewinnen ist, sondern weil die Opfer nicht mehr zu rechtfertigen sind, die erbracht werden müssen. Das wurde 1945 mit Füßen getreten, diese Überlegung. Und das dritte Element ist jetzt die Wiederkehr des Politischen. Ja, nicht? Das heißt also, der Krieg als Fortsetzung der Politik, ja, nicht? Jetzt tritt die Politik wieder in ihr Recht ein. Sie geht in die Lücke hinein, ja, die wirklichen Verhältnisse legen, ja, in den Zweifel. Da ist Politik jetzt wieder drin. Und die ist jetzt sozusagen 1945 eigentlich, ich will überleben, ja, ich will zu meinen Nächsten, ich will nach Hause, ja, nicht? Und ich möchte aber an den Versorgungslinien entlang dorthin. Ja, ich möchte nicht allein, sondern mit den anderen. Ja. Das ist ein interessantes Phänomen, muss ich Ihnen sagen. Ja? Es ist eine geordnete, endgültige Auflösung des Kriegs, ja? Die auch erklärt, warum es hinterher Frieden gibt. Ja? Das Entscheidende, glaube ich, ist, dass man immer wieder sich vor Augen führen muss, es handelt sich dort um reale Menschen mit ihren Ängsten und Nöten, die in einem Krieg stehen. Der Krieg entscheidet sich im Motiv. Die sie seit Jahren im Krieg stehen und jetzt schauen müssen, dass sie irgendwie auch diesen Krieg überleben. Das haben sie aber im Grunde schon vorher auch gemacht. Man möchte jeden Tag in diesem Krieg überleben, selbstverständlich. Und die größte Wahrscheinlichkeit, diesen Krieg zu überleben, ist bei seinen Kameraden zu bleiben, in seinem Verband zu bleiben, seine Einheit zu bleiben, möglichst die Linie nicht aufreißen zu lassen, dass man nicht sich plötzlich dann doch alleine wiederfindet. Das ist, glaube ich, eine menschliche Regung, die absolut nachvollziehbar ist zunächst. Die Frage stellt sich dann, wofür und wohin führt dieses, ich
sage es mal ganz flapsig, Business as usual, dieses einfach weitermachen. Und diese Frage stellt sich kaum jemand. Nein, sie kann sich ja auch nicht. Jemand, der da beteiligt ist, ja, der jetzt ein nächstes Ziel haben will. Ja? Also meinetwegen, jemand will bis Mürwik kommen. Dr. Brandt meinetwegen. Mhm. Ja? Das ist der der Begleitarzt des Führers. Ja? Ja. Nicht? Zum Tode verurteilt, soeben. Ja? Nicht? Und irgendwie will er zu den anderen hin, ja, wo er vorher war, ja, wo der nächstliegende Bekannte, der Finanzminister, sitzt. Ja? Ja, also, man möchte nicht alleine bleiben. Man möchte nicht alleine bleiben. Und wenn man die Feldpostbriefe dieser Zeit auswertet, quer durch alle Dienstgradgruppen, stellt man ja auch fest, dass dieses ein nicht geringer Impetus ist, überhaupt diesen Krieg weiterzuführen. Denn alle anderen tun es ja auch. Also sind wir wieder bei diesem Business as usual. Und das Zweite kommt hinzu. Haben Sie noch einen anderen Ausdruck als Business as usual? Denn usual ist hier ja nichts. Das würden Sie ja auch sehr genau beschreiben. Dieses Trägheitsmoment, ja, dass eine Kraft, ja, die einmal in Gang gesetzt ist, ja, im Motiv, ja, weitergeht. Es ist, wenn da die Pimpfe im Olympiaturm, ja, Berlin verteidigen, 45, ist immer noch das der Olympiaturm, wo 1936 Jubel war. Ja. Nicht? Ja. Und das ist noch nicht so, so schnell können Sie das gar nicht auslöschen, weil es in den Schlagern des Großdeutschen Rundfunks ja noch vorhanden ist. Ja, ich denke, das ist völlig richtig. Zur selben Zeit, am selben Tag. Es geht eben nicht nur, in Anführungszeichen, nicht nur um das Übrigbleiben, sondern es geht natürlich auch um das Wie des Übrigbleiben und das Was des Übrigbleiben. Das heißt, auch der Olympiaturm, meine Lebensumwelt soll erhalten bleiben, meine Möglichkeit danach weiterzuleben, also nach einem potenziellen Kriegsende, wie auch immer es aussehen möge, muss erhalten bleiben. Und dazu gehört auch, dass ich das tue, wenn Sie so wollen, eine deutsche Erziehungskontinuität, dass ich das tue, was von mir erwartet wird. Und wir haben ja dann auch diese Einführung, seine Pflicht zu tun, wird ja immer wichtiger, auch propagandistisch, auch in Befehlen, immer wichtiger am Kriegsende, damit man sagen kann hinterher, wir haben den Krieg verloren, aber wir haben unsere Pflicht getan. Und damit schaffe ich auch eine Kontinuitätslinie über dieses Kriegsende hinweg. Wie bei einer Insolvenz, ja, die Buchhaltung, ja, an oberste Stelle einen Moment rückt. Ja, ja. Und alle können sich darunter was verstehen und alle können sich auch unter diesem Pflichtbegriff wieder einfinden. Wir haben alle an unserer Stelle, wo auch immer wir waren, unsere Pflicht getan. Kein Fehler 1918 noch einmal wiederholt. Und dies hat immerhin den Vorteil, dass eine Deutschlandslegende nicht noch einmal möglich sein wird. Das Kriegsende 1918 spielt überhaupt eine große Rolle in diesem Kriegsende 1945 und ist meines Erachtens vielleicht zumindest in der Vorstellungswelt der Dabeigewesenen ein ganz wesentlicher Moment, eben nicht die Waffen zu strecken, eben nicht auseinanderzulaufen, sondern zu sagen, entweder weil man dabei war oder weil es möglicherweise von Vater oder Großvater erzählt wurde, welche katastrophalen Zustände dadurch geherrscht sind, Chaos, Durcheinander, Revolution. Und das möchte man dieses Mal verhindern. Man möchte nicht der sein, der einen Dolchstoß führt. Ob man es nur selber geglaubt hat an diese Dolchstoßlegende oder nicht, spielt aber erstmal keine Rolle. Sondern der Punkt ist, man wollte einfach weitermachen, um des Weitermachens willen, damit man hinterher nicht sagen muss, ich habe aufgehört. Sie sind eigentlich Fallschirmjäger von Haus aus. Das sehe ich an dem Abzeichen dort. Genau, ich bin eigentlich Fallschirmjäger. Linken Seite, ja. Fallschirmjäger. Und dann gehen Sie in den wissenschaftlichen Dienst, ja, und sind Lehrer für Geschichte, Militärgeschichte. Gewesen. Bis vor 2 Jahren. Ja. Aber gehen Sie mal weiter. Was ist das da unten? Ein Sportabzeichen oder was ist das? Das ist ein Leistungsabzeichen. Das setzt sich unter anderem aus sportlichen Leistungen zusammen, aber auch aus klassischen militärischen, wie Schießen, Marschieren und so weiter. Marschieren, was müsste man da machen, also als Leistung? Das sind Leistungsmärsche. Wie weit? 20 und 30 Kilometer mit 10 bis 15 Kilo Gepäck. Können Soldaten bis 70 Kilometer pro Tag marschieren? Ich weiß nicht. Heute ist es wahrscheinlich schwieriger, als es damals war, einfach weil die Menschen auch anders trainiert sind oder damals anders waren, auch andere Härten gewöhnt waren. Gepäck ist anders? Das Gepäck ist anders. Aber es ist immer wieder, zumindest mir, so gegangen, dass ich mir auf diesen Märschen als Historiker natürlich schon vorgestellt habe, wie mag sowas damals gewesen sein in diesen Bereichen, zu denen man ja forscht. Und dann werden diese Härten und Entbehrungen schon ziemlich drastisch, wenn man sich gerade diese Strecken 70 Kilometer dann vorstellt. Das ist sehr, sehr hart und gehört eben auch zu diesem Alltag, den man bei aller historischer Distanz auch mitbewerten muss. Was ist das hier für? Das sind zwei Springerabzeichen, das französische Springerabzeichen und das ist hier unten und das deutsche Springerabzeichen und dann noch ein Abzeichen, das nennt sich Einzelkämpferabzeichen im Deutschen und das darunter ist quasi das französische.